Moin Moin zusammen und willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Call of Duty Black Ops 3. Aber ich bin nicht allein unterwegs, sondern der gute Latan ist mit dabei. Grüß euch. Und wir beide wollen euch die Kampagne Coop zeigen. Black Ops 3 bietet ja jetzt erstmal eine Coop-Kampagne. Und haben uns beide gedacht, okay, schauen wir uns das gleich doch mal an. Und da würde ich sagen... Ja, vor allem ist... also einer der Hauptgründe ist ja, dass die Single-Kampagne oder die Koop-Kampagne ja wirklich sehr von der Presse gelobt wurde. Und das haben wir dann eben zum Anlass genommen, um zu sagen, hey, wir schauen uns das mal auch im Koop entsprechend an. Denn eine gute Story, auch wenn sie kryptisch erzählt ist, da sind wir immer für zu haben. Genau, muss ja sagen, überraschenderweise hat Games, da habe ich eine Schlagzeile gelesen, die haben geschrieben, Call of Duty Black Ops 3 nur kaufen wegen der Singleplayer-Kampagne. Und das muss ich sagen, ein erstes Mal in Call of Duty, wo man die Single-Kampagne so lohnt, da bin ich ja ultra gespannt drauf. Ja. Also dann wollen wir mal gucken, was uns da erwartet. Geht mir genauso. Ich komme ja eigentlich aus dem Battlefield-Lager. Stimmt, wir waren nicht mehr Battlefield-Spieler. Genau, aber nachdem die Kampagne eben so gelobt wurde, absolut bin ich sofort dabei. Was ganz spannend gemacht ist, für die, die es noch nicht wissen, die Kampagne, wenn wir die jetzt durchspielen, die ist nicht linear erzählt, sondern quasi kryptisch. Und man checkt wohl am Anfang gar nicht wirklich, wie diese ganze Story zusammenhängt. Aber wenn man genau aufpasst, dann bekommt man das eben doch auf die Reihe. Und es soll wohl recht gut gemacht sein. Genau. Wie gesagt, Games hat ja sogar geschrieben, man musste die Kampagne mehrfach durchspielen, um die wirklich zu begreifen. Ja, mindestens zweimal hatten sie gesagt, ja. Oh. Wir sind aber zu zweit und versuchen es beim ersten Mal zu checken. Genau. Gut, dann gehen wir in die Kampagne rein. Jawohl. Latan ist meiner Party beigetreten. Wir haben uns für den Schwierigkeitsgrad für die ersten Durchläufe Söldner entschieden. Kann dann vielleicht nochmal später was anderes machen, aber Söldner, genau die goldene Mitte, denke ich mal, das kriegen wir hin. Für den Einstieg. Starte ich das Spiel, Latan. Dann hau mal rein. Menschliche Bioaugmentierung ist in der entwickelten Welt mittlerweile gang und gäbe. Das schiere Ausmaß der Katastrophe hat die Behörden überfordert. Superstürme setzen der Region zu und erschweren die Hilfsbemühungen. Es sind unsichere Zeiten. Unsere Zukunft hängt von unseren Entscheidungen ab. Mit der stetig wachsenden Bevölkerung entstehen überall auf der Welt Megastädte. Die extremen Bedingungen führten zu einem Exodus vertriebener Einwohner. VR-Basen waren heute Morgen alarmiert. Direktenergie-Antidrohnensysteme haben den Angriff sofort abgewendet. Protestierende und Einheimische gerieten aneinander und es gab erneut Blutvergießen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Das ist ein neuer kalter Krieg. Wir sehen unsere Feinde zwar nicht immer, aber sie sind da draußen. Mein Name ist Jacob Hendricks, der neue Anführer. Das ist der ägyptische Minister Said. Das NRC nahm ihn vor 2 Tagen gefangen. Nach den Aufständen in Kairo wollen sie ein Exempel an ihm statuieren, ihn bestrafen. Aber das werden wir nicht zulassen. Damit das klar ist, wenn was schief läuft, hat es euch nie gegeben. So, da sind wir in der Waffenauswahl. Der Laden ist ja das weiter als ich. Für meine Zuschauer, ihr seht einen tollen schwarzen Bildschirm mit einem sich drehenden gelben Symbol. Okay, ich wusste das natürlich jetzt nicht, dass Blue Chrome nachhinkt beim Intro. Denn alles andere ist absolut synchron gelaufen, das ganze Starten und alles, deswegen. Und für meine Zuschauer, ihr seht jetzt einen schwarzen Bildschirm. Okay. Ohne eindrehendes Symbol. Musst mal warten, das hatte ich auch.
als ich mal so ein bisschen reingeschnuppert habe. Achso, der Latin hat die Kampagne schon einmal gestartet zum Spielen. Ja, also um die Einstellungen an der Maus und so weiter vorzunehmen, damit das dann vernünftig läuft. Und da hatte ich mal ganz kurz reingeschnuppert. Und da hat es auch ein bisschen gedauert hier mit dem Laden. Und was etwas. Oh. Ah, jetzt. Tut sich was? Das NRC ist bald hier. Etwa eine Minute. Wir brauchen die Mutter aller Ablenkung. Aber ich weiß nicht, warum der gute Latan. Ach, der gute Latan hat jetzt eine Waffenauswahl bekommen. Ich musste jetzt auf ihn warten, so wie es aussah. Das wusste ich natürlich nicht. Hast du jetzt irgendwas bestätigt gehabt? Ich habe dann genau die Waffenauswahl, die ich getroffen habe, bestätigt. So. Ich habe deswegen auf dich warten müssen. Oh, warte mal, da kommt Intro. Verstanden. Leite zu Landebahn 1-1 um. Frachter 4019, wir haben einen Treibstoffbrand auf Landebahn 1-9. Kursänderung für Landung auf Landebahn 1-1. Bestätigen. Hey, wieso ist dir zu? Bestätigt. Anflug Landebahn 1-1. Okay, jetzt du. Okay, Hackermodul platziert. Mach die Derzielerfassung neu. Na super. Der manuelle Überbrückung. Bitte Ziel wählen. Eingabe bestätigt. Zielparameter akzeptiert. Tower, wir werden anvisiert. Wir sind Verbündete des NRC. Hier sieht alles gut aus. Mögliche Fehlfunktion bei euch? Jetzt schießen. Feuere. Der greift Ziel an. Oh Scheiße! Runter! Erledigen wir das! Ach du! Herrlich. Wie kann ich nur ein Ding abschießen? Ein Flugzeug abschießen, denn dann, dass die Trümmer in meine eigene Basis reingehen. Naja. Gute Planung ist alles, ne, würde ich sagen. Ja. Okay, sehen uns beim Treffpunkt. Verstanden. Oh, ich brenne da was? Ja, Lathan läuft direkt mal durch das Feuer. Ja, ja. Oh, was gibt's hier? Hier gibt's gar nichts. Doch, ich habe hier ein Schlüssel sammelt Stück bekommen. Sollten wir in diesen Uniformen vorbei können. Hast du es wohl schon eingesammelt? Dann halt einfach die kann sein. Kann es gut, sein. Dass der Later eine Waffenauswahl bekommen hat und ich hier mit den Standardwaffen arbeiten muss. Liegt auf dem Weg. Ja, aber die Waffe, die ich habe, die ist scheiße. Den genauen Standort des Ministers bestimmen. Köpfe. Gibt's hier irgendwas Interessantes noch zu looten? Bleib cool, bis wir ihn haben. Schau dich mal um, ich weiß es nicht. Was wollte ich sagen? Ja, das konnte man natürlich nicht ahnen hier mit der Warterei. Das wusste ich natürlich auch, ne? Also ich hätte auch noch ewig warten können, wenn du das nicht bestätigt hast. Ja, ja, genau. Du hättest quasi ewig gewartet, ja. Ich finde es auch lustig, dass du schnell laufen kannst und ich muss hier langsam laufen. Ja. Hast du auch... Oh, Messer in den Hals, ne? Hast du eigentlich auch Frame-Drops? Nein. Okay. Ich laufe konstant hier mit 60 FPS. Aber na, Latern, ich glaube, du hast ja alles auf oben aufgedreht, oder? Ja, fast. Nee, aber eben als ich die Treppe runtergegangen bin. Ansonsten ist eigentlich ganz okay. So. Kannst du deine Waffe eigentlich schon benutzen? Nee. Ich habe gedacht, du hast wieder so extra Privilegien. Ja, ist sowieso. Dass man sich hier immer so im Weg steht, ist zum Kotzen. Troffen wir uns gegenseitig? Ja, ne? Was machen wir uns gegenseitig? Blocken uns gegenseitig, ne? Ja, ja, wir blocken uns gegenseitig, ja. Kontrollieren. Verstanden, Hendrix. Auch wenn du gegen Hendrix läufst, dann wirst du quasi gestoppt, ja. Lass mal ganz kurz den Sound etwas lauter machen. Ich hab den vorhin leider etwas runtergedreht. Ne, ist sogar ganz oben. Ja. Okay. Mein Freund. Deaktiviere die Alarmsysteme auf dieser Ebene. Finde den Minister. Da, geh mal hier an den Pult, komm. Kamera schon. Ich möchte einen Raketenwerfer-Blindgänger haben. Du solltest mal hier an den Pult gehen. Jawohl. Muss ich das benutzen eigentlich? Nö, ich hätte es jetzt auch machen können, aber ich überlasse es dir. Taylor, scanne nach Paket. Warte auf die Gesichtserkennung. Weitere Geiseln. Ich dachte, es wäre nur der Minister. Ich auch.
Arme Schweine. Das NRC ist für seine Brutalität bekannt. Oh. Taylor. Ganz tolle Foltermethode. Wusstest du von den anderen Gefangenen? Der Minister hat oberste Priorität. Siehst du das jetzt eigentlich auch? Ja, das sehe ich. Auf dem großen Monitor hier. Lassen wir sie zurück, damit sie gefoltert werden? Wir haben unsere Befehle. Oh. Komm, im Schweißbrenner. Ach, du Wenn Scheiße. Der jetzt pupst, dann gibt's ein Problem. Ja, Verpuffung. Das ist er, der Minister. Man wird ja so Call of Duty Black Ops 3 so ein bisschen ins Chaos hier geworfen. Also recht, wir haben uns die Maschine abgeschossen und die fliegt dann in den Flughafen rein, den wir gerade irgendwie... Genau, die ist quasi in den Tower gestürzt und wir sollen aber wohl, darum geht es im Kern, wohl diesen Minister retten. Ist sie mit Absicht eigentlich in den Tower geflogen, weil ich schieße doch keine Maschine ab, dass die automatisch in meinen... Volltreffer! Ich, mir ist es nicht ganz klar, warum sie die Maschine abschießen mussten, aber... So, wir sind ja in der Feindbasis und ich glaube, die wollten Verwirrung shiften, oder? Das kann auch gut sein, ja. Glaub mir, die bin ich. So. So, jetzt wollen wir mal schießen. Mm. Oh, jetzt darf ich. Oh. Oh. War es eine Kackwaffe. Pass auf eine Granate. Ist Friendly Fire eigentlich an? Weiß ich, ne? Ja, mal sehen, wenn du mir ins Knick schießt. Würde mich interessieren, ob im Koop mehr Gegner kommen als im... Warte mal. Ne, Koop, Quatsch, Friendly Fire gibt's nicht. Oh, hast du schon getestet? Ja, ich hab dir in den Rücken geschossen. So. Oh, das ist was Rotes. Oh. Immer wenn was Rotes ist, dann explodiert es in Call of Duty. War ein komischer roter Würfel. Was ich leider noch nicht gelesen habe, die Koop, ich denke mal ja. Aber in Koop wird es dann wahrscheinlich mehr Gegner geben als im Solo, denke ich mal. Da. Der ist weg. Und der ist auch weg hier. So, mal nachladen. Schicki, schicki. Komm her. Hast du den gerade umgehauen? Ach, das bist du gerade. Das bin ich nicht. Bist du? Bist du auch schon da? Ja, ich habe hier unten noch ein bisschen für Ordnung gesorgt. Dir den Rücken freigehalten. Kommen wir hier ein paar besondere Etagen erkunden hier? Du wüsst's nicht. Ich geh vor, du brichst da ein. Ja. Ich möchte jetzt drüben mit dem lang gehen. Aber bist du bald mal fertig? Hör auf zu motzen. So. Verhörer mit dem Rücken zur Tür. Nimm du die vorderen, ich die hinteren oder umgekehrt. Mir egal. Okay. Auf mein Zeichen. Achtung. Wie gut, dass du weißt, dass wir da durchschießen müssen. Ja, das war doch klar, oder? Wir holen sie hier raus. Nein. War das nicht klar? Tun Sie, was ich sage, dann schaffen Sie es. Was ist mit Khalil und den anderen? Sorry, keine Zeit. Hier, sammeln mal das Ding auf. Hier. Da. Sie wissen, wie wertvoll er für Ihre Propaganda ist. Sie wollen Kannst du das eigentlich nicht einsammeln? Statuieren. Fuck! Ich hab schon eingesammelt. Gerade eben. So, wir dürfen nicht immer in die Dialoge quatschen. Das ist, extrem nervig. Öffne die Tür, gebe Deckung. Komm, mach die Tür auf. Ich schneide den armen Kerl ab. Minister. Khalil. Hendrix. Können Sie kämpfen, Khalil? Immer. Wir nehmen eine Waffe aus dem Schrank da vorne und programmieren sie auf die Biometrie. Komm, geh durch. Klingt, als wären sie uns auf den Fersen. Los! Ja, ja. Taylor, du weißt. Paket plus 1, gesichert und unterwegs. Plus 1, dein Auftrag war, den Minister zu befreien. Sein Name ist Lieutenant Khalil. Schon mal gehört? Los jetzt. Wir sehen uns oben. Das Depot da vorne ist schwer bewacht. Macht euch bereit.
Du weißt übrigens, dass wenn man die ganze Zeit so runterhängt, ne, an den Armen aufgehängt, dass du irgendwann erstickst, ne? Das interessante, nette Details, die uns hier leider. Warum leider? Hast du damit Erfahrungen? Oder? Ja. Hast du mit Foltermethoden? Oh, der ich bin tot. Reanimier mich mal. Da war eine Granate, die habe ich nicht gesehen. Warte. Ja, wenn ich sterbe ich. Da kann ich nicht machen. Ich hab die falsche Taste verwendet. Ja. Und jetzt? Ich hab eine Granate nach dir geworfen. Ach, du hast eine Granate nach mir geworfen? Nee, gerade eben. Ja, super. Kann man die Waffen eigentlich aufheben, die da rumliegen? Nee, ne? Ey, leider nicht, ne? Weil ich hätte gerne eine andere Waffe. So Burstfeuer, ich hasse das. Ja, du hast sie doch ausgewählt. Ich hab nicht richtig nachgeguckt, ich hab einfach mal geklickt. So, einfach mal geklickt. Tja, jetzt musst du bis zum Ende der Kampagne leider mitspielen, dann. Ja, wahrscheinlich schon. Oh, geschmeidig daneben geschossen. Headshot. Oh, 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 oh. Seid ihr alle tot? Nee, noch nicht. Das ist eine Shotgun, die du hast, oder? So eine Art Shotgun. Nee, das ist so Burstfeuer. Der Minister macht ja heute gar nichts. So. Oh. Wo ist noch jemand? Ah, da oben. Dummer Aufzug. Blue. Ah, da bist du ja. Mit G wirft man die Granaten, mit F, mit. Weißt du, wie man die zwischen den Granaten switcht? Mit G wirft man die Granate und dann gibt's noch so eine andere. Oh, guck mal da oben. Glaubt mir, wir sind tot, wenn nicht. Fallen lassen. Vorwärts. Es gibt noch so eine andere, so eine taktische Granate. Das habe ich aber noch nicht gecheckt, was es ist. Da kommen unsere Verstärkungstruppen. Deine imaginäre Uhr geht vor. Schön, dich zu sehen, Jacob. Gleichfalls, John. Du hast dich verändert. Wie geht's, Rachel? Das ist vorbei. Schade. Frisches Blut? Kümmerst du dich so gut drum wie um mich? Das ist nicht witzig. Bereit zur Extraktion? Sprengsätze klar. Okay, wir können los. Bereit in 10. Diaz, du spielst den Babysitter. Los geht's. Folgt mir. Oh cool, ich will auch so eine Tarnung. Ich will auch Tarnung. Da vorne gibt's Munition. Ja. Oh, vielleicht kann ich da die Waffe wechseln. Warte mal. Nee, ist eine Munitionskiste. Ach Gott. Tja, Latan, ich sag dir. Bis zum Ende der Kampagne. Willst du irgendwas zu looten hier hinten? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sammelobjekt oder so? Wow. Lass unsere Leute ruhig im Kugelhakel. Du bist doch nochmal so einer, der immer guckt. War noch nie, die bleiben ach, immer stehen. Ach, aber nicht bei einem Shooter, Mann. Nicht bei einem Shooter. Bei einem Shooter die will Ecken man reingucken. Beim Shooter will man doch Action. Zu mir. Wir nehmen die Hauptstraße. Oh. Oh. Runtergefallt. Bist du runtergefallen? Ja. Ja, bin aber schon wieder da. Bin aber schon wieder. Schade. Ich hätte dich auch überhaupt gerettet. Hätte ich ganz sicher gerettet, Leute. Ich bin schon mal ausgegangen. Ja, ja. Ab zur Extraktion. Ich kümmere mich um die. Ab zur Extraktion. Unsere Waffen sind nutzlos gegen den Transporter. Wir müssen dieses Beetle abschießen. Schießt auf die Raketen. Wow, ich bin tot. Warte, ich versuch dich zu reanimieren. Schieß mal hier. Schießt auf das Beetle. Wo soll man den schießen? Auf die Granaten hier oben. Transporter ist ausgeschaltet.
So, mal etwas. Oh oh. So. Alles tot. Alte Sau, Munition ehrlich. Munition aufstocken. Ja. Also Munitionskisten haben sie genug umlegen lassen. Da. Genug Munitionskisten für den ganzen Weltkrieg. Ja. Munition dürfte uns nicht auf der verkehrten Geschosse hier. Munition dürfte uns nicht ausgehen. Hast du gesehen, wie die Mobs rumstehen? Alter, Mann. Es ist interessant, dass du den Schützen nicht erledigen kannst, obwohl du richtig Schutzfeuer drauf hast. Ja, das war halt Opfer für die Tussi. Oh. Schmeidig daneben geschossen. So. Habe ich vorhin gerade noch beschwert, dass so viel Munition rumliegen würde. Jetzt habe ich nur noch 62 Munition. Boah, wie ich so Burst-Waffen hasse. Oh. Die Brücke ist vor euch, los! Oh. Toll. Ich hab nur noch 3 Schuss. Wo waren die Munition? Ah, Mist. Plan B. Brücke sprengen. Geht zur Sekundärextraktion. Oh oh. Taylor, Primärextraktion ist gefährdet. Weiter zur sekundären. Verstanden. Treffen bei Hotel Tango. Ich bin schon da, Latan. So. Du bist schon da, ja. Mit 3 Schuss. Greife auf die Elektrik des Gebäudes zu. Munition gefunden. Ja, ich müsste auch mal nachladen. Ich hab noch ein bisschen was. Da, sehr schön. Achtung, viele Feinde im Kommunikationsraum. Macht's eigentlich Sinn, mehrfach nachzuladen? Nee, ne? Nee. Mehr als 30, also bei mir geht's 30 rein, mehr als 30 geht dann rein. Boah, cool. Langsam vorgehen. Also bisher ist es ziemlich einfach, wie gesagt. Ja. Können ja mal gucken, ob wir den Schwierigkeitsgrad nachher vielleicht mal. Ich war mal down, du warst mal down, aber bisher geht's. Also richtig gestorben ist ja bisher keiner. So. So. Was jetzt? Aber mal interessant zu wissen, ob wenn die Zeit abläuft, ob dann auch für dich zu Ende ist. Wenn du mich sterben lässt. Boah, ich könnte dich schon mal sterben lassen. kaputt gemacht. Immer nur die dürfen das mit den tollen Anzügen machen. Ja, Schweinerei. Ich will auch mal einen Anzug haben. Anstatt dass uns einer von denen mal so einen Anzug mitbringt, ne? Ja, wir kriegen früher oder später auch so einen Anzug, wirst du schon sehen. Oh, davon ist auch noch Munition, das schnapp ich mir schnell. Habt ihr das gehört? Oh. Das bildest du dir ein, Maretti. Dein zuckender Finger steckt deine Ohren an. Hey. Okay. Kommt was ganz Böses Schnauze aus dem Nebel. Ich höre es auch. Hör zu. Heilige Scheiße. Kontakt. Oh, ich weiß mal gerade. NRC-Sturmroboter nähern sich. Ziemlich viele sogar. Wir müssen die Tür öffnen jetzt. Geht zur Steckung. Nein. Sind schon down. Kommen wir aber nochmal welche mal. Kommen ganz viele, Latan. Ja, da kommen ganz viele. Was wollen die alle hier? Wo? Ich bin down gegangen. Wo liegst denn du? Zu weit vorne.
Wo bist du überhaupt? Bleib liegen, ich bin reingegangen in den Hangar, Mann. Du hast mich aus dem Hangar heraus. Die sieht man nicht, sondern mich da direkt neben den Robotern hier. Wieder bist du nicht in den Hangar gegangen? Ja, ich stehe hier draußen. Ach ja, ist toll, dass du mich hier könntest die anderen. Du bist doch drin jetzt im Hangar, oder? Ja, jetzt, ja. Habe ich ja die ganze Zeit vorne reingestanden. Okay. Nicht, aber es sind immer noch Menschen. Verdammt. Ich konnte hier ohne Probleme in den Hangar gehen. Komisch, dass es bei dir nicht so war. Oder hast du dich so verändert, dass du nicht mehr weißt, wie sich das anfühlt? Okay, Planänderung. Hendrix, dein Team bringt den Minister zur Extraktion. Wir gehen zurück und holen die Geiseln. Mehr Roboter. Ach, keine Sorge deswegen. Wir sind dafür ausgerüstet. Los, verschwindet hier! So, an der Stelle müssen wir jetzt auch den Part beenden. Oh. Oh, komm her zu mir. Blue-Steuer. Geh ans Geschütz. Da, dann machen wir deine Abmoderation. Gut, ich hoffe, das erste Runde hat euch gefallen. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, damit ihr uns zeigt, hey, das ist ein tolles Projekt. Und lasst Kommentare da oder wenn es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst ein Abo da. Wir müssen Spikes. Wir müssen Spikes, die Roboter kommen durch. Euer Blumenraum. Okay. Nein, ich bin tot. Oh mein Gott. Ich lasse es jetzt. Mission verfehlt. Es war ein guter Plan, hier die Abmoderation zu machen. Wir waren bei 25 Minuten. Okay. Warte. Gimmel of Escape. Ist bei dir das auch gestoppt jetzt? Ja. Okay, gut. Dann müssen wir es bei der Abmoderation so machen. Warte mal. Genau. Dann sage ich mal. Ach, du hast noch gar nicht abmoderiert? Ciao. Bist du gar nicht fertig? Doch, ich hab mal. Doch, ciao. Euer Blue Crew.